Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Temtem. Seht meiner Stimme bitte ein bisschen nach. Ich bin ein bisschen krank, kränkelt schon die ganze Woche ein bisschen. Die ist ein bisschen angeschlagen, die Stimme. Kommt vielleicht auch der ein oder andere Husten im Video, aber ich habe trotzdem Bock aufzunehmen. Und daher gucken wir jetzt die Stadt Neoedo ein bisschen an. Wir erkunden das Ganze ein bisschen und schauen mal, was diese Stadt so zu bieten hat. Ja, wir müssen uns ja mit Dr. Sasaya treffen, aber ich will eigentlich die komplette Stadt mal ein bisschen angucken. Was es denn hier Schönes gibt? Was ist das da? Ui. Ah. Lol. Okay. Wo ist denn eigentlich Dr. Sasaya? Wo ist die Karte? Hier. Okay, da ist... Ja, okay. Oh, hier gibt es einige Quests. Uiuiuiui. Hier gibt es einige Quests zum Annehmen. Ja, machen wir das doch. Hier drin ist einer. Hallo? Du. Meine Sterne, was man heutzutage so alles hört. Aha. Und jetzt behauptet sie, dass ihr Kühlschrank einfach so verschwunden ist. Wirklich? Es hält noch immer diese Geschichte. Ja. Ich gehe mal nochmal nach oben. Vielleicht ist die Quest ja hier oben. Nein. Ist sie nicht. Okay, da gehen wir wieder nach unten. Ist hier noch eine dritte Person drin oder so? Ah! Was ist das? Ah, das ist der Alarm. Erstes Stockwerk. Ist hier jemand? Hallo! Ich schwöre, dieser Kühlschrank war gerade eben noch nicht hier. What the hell is going on? Hier ist die Quest. Guck mal. Nicht jetzt bitte. Egal worum es geht. Ich will heute noch mit dem Auspacken fertig werden. Brauchst du Hilfe? Das weiß ich zu schätzen, ja. Ich finde die Fernbedienung für den Fernseher nicht. Mein Laptop auch nicht. Und mein Handy auch nicht. Dieses Chaos. Hilf Ibrahima dabei, seine Sachen zu finden. Er ist wahrscheinlich irgendwo hier im Haus versteckt, ne? Gehen wir mal ins dritte Stockwerk. Hier ist nichts versteckt. Vielleicht in eins unten. Nein. Wie soll ich denn seine Sachen finden? Oder ist das in seinem Zimmer alles versteckt? Muss wohl, hä? Ein Haufen Klamotten, was liegt denn da? Die Fernbedienung. Ah, und natürlich ohne Batterien. Okay. Hier ist noch was. Das ist das Telefon, direkt vor seiner Nase. Dieser Typ. Und hier irgendwo ist noch der Laptop. Ich habe Ibrahimas Sachen. So. Hast du sie gefunden? Hier. Ach, bei der Pansonne. Wurden sie sich versteckt? Danke vielmal. Oh, jetzt fällt mir wieder ein, was es war. Hast du diesen Manga gefunden? Band 3 von Turais Rache. Nee, soll ich nochmal suchen? Ja, nee. Ich glaube nicht, dass das Ding hier ist. Ich habe es dem Typen über mir geliehen. Weiß seinen Namen nicht mehr. Ich wollte nett zu ihm sein, aber könntest du mir das Buch bitte zurückholen? Ist mir irgendwie... Du weißt schon. Peinlich. Okay. Über ihm. Dann gehen wir mal in die 3. Hallo? Nicht hier. Was ist das für ein Chaos? Jetzt muss ich das Ding noch suchen. Ich glaube nicht, dass ich das finde. Und ich will die Sachen auch nicht unnötig anfassen. Ja. Vielleicht hier? Da vergeht einem wirklich die Lust auf einen Mitbewohner. Dieser Manga ist nirgendwo zu sehen. Dann gehe ich wohl mal diesem Malote auf die Nerven. Hey! Du hast ja sie nicht gefunden. Ich hatte gestern Nacht Gäste hier. Wir haben gefeiert, also kann ich mich nicht an alles erinnern. Aber vielleicht hat sich jemand das Buch ausgeliehen. Du hast das einfach weiterverliehen. Ja, ich weiß schon, irgendwie mies. Sag's ihm bitte nicht, er ist ein netter Kerl. Spür das Buch einfach auf und bringe es ihm zurück. Ohne ihm von meinem kleinen Malheur zu erzählen, okay? Das Problem ist, ich bin mir nicht wirklich sicher, wem ich es geliehen habe. Ja, und wie soll ich den dann finden? Es war ein Mädchen. Die hat ewig über diesen Anime geredet. Hab sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Vielleicht ja doch, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis, weißt du. Gut für Gesichter, schlecht für Namen. Ist auf jeden Fall außer gegen dir, aus dem Viertel. Frag einfach rum, ja? Da habe ich eine Wahl. Sei mal nicht so grob, Alter. Ach, halt's Maul. Muss ich noch mehr ausfragen. Wen? Das Problem, ja, warst du so breit?
Ja, ich frag mal rum. So. Finde den Anime-Fan in der Nachbarschaft. Oh, wow. Ja, und das zeigt mir wahrscheinlich nichts an auf der Karte. Ja. Wir gehen mal weiter. Hier ist noch eine Quest. Hi. Tut mir leid, ich kann gerade nicht reden. Ich versuche das Publikum dazu zu bringen, dass... Moment, was ist das für ein Abzeichen? Du gehörst zum Kongress? Ja, Spezialagent. Bei der Pan-Sonne, genau dich brauche ich jetzt. Sprichst du bitte mit ihnen? Muss keine große Rede sein. Sag einfach etwas, das sie dazu bringt, den Kongress gegen Clan Belsoto zu unterstützen. Ja, wir kämpfen für eine gerechte Sache. So. I'm ready. So, Swaffe. Werdes Publikum, ich präsentiere euch Akuyaku, Spezialagent des Archipelkongresses und Veteran der Schlacht von Uhuru. So, Bürger von Chipanku. Wir sind hier. Du musst nicht so schreien. Ja. Lasst mich euch erzählen, was in Kiziwa passiert ist. Der Kiziwa-Widerstand stand mit dem Rücken zur Wand. Die Garnison von Wumbi war abgeschnitten und wurde ständig durch den Tunnel angegriffen. Also schickte man mich zum Erkunden nach Westen. Durch die Jinnok-Luft. Ich schaffte es, bei Upinzani zu den Truppen des Widerstands zu stoßen. Und von dort starteten wir den finalen Schlag. Operation Stoßzahn. Wir drangen in die große Stadt Uhuru ein. Und dort schlugen wir die letzte Schlacht gegen General X. Und was können wir aus Kiziwa lernen, Kongressagent? Wir müssen alle zusammenarbeiten. Und was können wir tun? Unterstützt den Kongress. Auch wenn ihr keine Bändiger seid, könnt ihr doch den Archipelkongress unterstützen. Wir müssen zusammenarbeiten, unsere Differenzen beiseite legen und vereint gegen Clan Belsoto vorgehen. Wir gewinnen gemeinsam oder werden einzeln besiegt. Ja, lang lebe der Kongress. Lang lebe das freie Kiziwa. Vereint obsiegen wir. Uneins verlieren wir. Nun, das war's auch schon. Danke fürs Kommen, werte Teilnehmer. Das war eine herausragende Rede. Ich wusste gar nicht, dass du nicht nur als Bändiger so talentiert bist. Also, das hier sind meine gesamten Ersparnisse. Ich wollte damit eigentlich nach Kiziwa reisen und dem Kongress beitreten. Aber jetzt weiß ich, dass du sie besser einsetzen wirst. Nimm sie bitte an. 5000! Gute Reise, Kongressagent. Lang lebe der Archipelkongress. Wunderprächtig. So, was ist hier drin? Noch ein Fahrstuhl. Gehen wir mal in die 1 hoch. Ah! Mangaka. Ah, nur noch 5 Seiten. Kann ich dir helfen? Du bist ein Mangaka. Ja. Ich arbeite gerade an der neuesten Ausgabe von Endairas Aufgabe. So sehr es mich auch schmeichelt, erkannt zu werden, muss ich das hier noch vor heute Abend fertig bekommen. Könntest du das signieren? Ah, du bist also ein Fan von Endairas Aufgabe. Nee, ich nicht, aber ein Freund. Bei der Panzer, du bist den weiten Weg für einen Freund gekommen. Du bist einer der besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Ja, ich signiere dir das gerne. So eine Freundschaft findet man hier nicht oft. Ja, jetzt müssen wir nach Diniz zurückkehren. Aber das machen wir natürlich nicht heute. Ist hier oben noch irgendwas? Nein. Ein alter Mann. Übellauniger Mieter. Ja, tut mir leid. Was machst du bitte in meinem Haus? Ja, weiß auch nicht. So, gehen wir wieder raus. Okay. Was haben wir sonst noch so? Hier ist noch ein Haus. Gehen wir mal rein. Hallo. Tee-Fanatikerin. Fahrstuhl gibt's hier nicht, okay. Dann weiter. Was ist das da? Temporium von Neoedo. Ah. Ja, nee, meine Temtem sind geheilt. Das passt eigentlich. Wer bist du? Neodeanisches Mädchen. Woher kommst du? Aus Deniz. Ja, gibt's doch diesen großen See, dann kannst du so surfen. Das ist echt cool, habe ich im Fernsehen gesehen. Das wirst du selbst sehen. Ja. Hier ist Hauptstory. Ah, das ist, glaube ich, weiter oben. Was ist hier drin? Anime-Fan! Ah, ich bin wegen des Comics-Buch hier. Ah, du meinst Malote. Bist du mit ihm befreundet? Freut mich, dich kennenzulernen. Da ist es. Tureisrache. So. Ein sehr edler Manga. Bitte bedank dich für mich bei Malote. Und sag ihm, dass mir der Manga sehr gefallen hat. Er gehört der Ibarima. Was ist denn das? Ja.
Ein neuer Freund von mir, so wie es ausschaut. So, rein hier. Dann hoch in die 2. Und wir geben ihm den Anime. Nee, Manga, Entschuldigung. Du Reisrache. Ist echt ein Goldstück. War echt nervig. Ja, ich weiß, umziehen ist brutal, Alter. Ich muss wegen meines Jobs viel reisen, weißt du? Und ich gewöhne mich nie an das ständige Packen und Auspacken. Aber es geht mir nicht mehr so auf die Nerven wie früher. Meine Frau hätte mich damals am liebsten umgebracht. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe diese Meditationstechnik. Also keine echte Meditation. Aber auf jeden Fall klappt es. Da fühle ich mich super frisch und im Einklang mit mir selbst, weißt du? Wenn du kurz Zeit hast, kann ich dir das beibringen. Es ist echt einfach. Du hältst einfach tief ein, genau so. Und dann stellst du dir die Pan-Sonne vor, die sich langsam dreht. Du fühlst, wie ihre Wärme dich erfüllt, wie bernsteinfarbene Energie. Erfrischung. Technikkurs für Erfrischung. Höchste Zeit für eine Verschnaufpause. Diese Technik erhöht Spezialangriff und stellt 6% Gesundheit wieder her. Ja. Wirklich erfrischt, wow. Wunderbar. So, gehen wir. Was gibt's sonst noch so? Ah, hier oben hat's noch 2 Quests. Dann gehen wir mal nach oben. So, ins Dojo gehen wir beim nächsten Mal. Wir gucken uns mal die Nebenquests hier erstmal an. Hauptlabor. Ist es hier? Nein. Ist es nicht? In der 2? Ja. Bingo. Heiko. Gut, den letzten Ausdauertest müssen wir wohl wiederholen. Tut mir leid, ich habe die Aufzeichnung nicht angeschaltet. Hey Duda, bist du zufällig Temtem-Bändiger? Ja. Was im Moment zu tun? Meine Kollegin Mirai braucht jemanden, der sie bei ihren Außeneinsätzen unterstützt. Ja, okay. Sie versucht, eine neue Spezies in den Reisfeldern einzuführen. Aber unter uns, sie ist mehr eine Laborbewohnerin als eine Feldforscherin. Schau mal, ob du ihr zur Hand gehen kannst, ja? Sonst arbeite ich noch den Rest des Monats alleine an der Sache hier. Wird gemacht, Gnee-V. Nenn mich nicht so, da fühle ich mich gleich so alt. Unterstütze Mirai bei ihrem Außeneinsatz. Wow, okay. Ein Namto-Labor im Keller. Was haben wir denn hier? Da darf ich nicht rein, ha? Entschuldigung, das hier ist Sperrgebiet. Ich bin Kongressagent. Ich weiß. Dieser Bereich hat nichts mit Kongressangelegenheit zu tun und untersteht ausschließlich Dr. Sasaya. Arschloch. Naja. Zurück in die Halle. Und raus. Zeig mal die Karte. Wo ist denn die andere jetzt hin? Irgendwo bei Feldern. I don't know. Ich muss aber hochgehen. Hier ist eine Dingens. Hier, zack. Und dann müsste hier hinten die Quest sein. Ja, guck mal. Yoko. Wo ist Klaas? Kommst du aus dem Labor, Spezialagent? Es gibt leider schlechte Neuigkeiten zum Schreien. Was gibt's denn? Wir, so ungern ich es auch zugebe, aber das war unser Fehler. Wir wollten diesen Ort der Macht untersuchen und seine Energie nutzen, um bessere Digital-Temtem entwickeln zu können. Aber wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben dort drin ein paar Maschinen aufgestellt und theoretisch sollte das auch funktionieren, aber es hat einfach aufgehört. Die Energie ist weg. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, aber vor ein paar Tagen war eine Priesterin hier, die meinte, die Kami seien wütend auf uns. Sie mögen es nicht, dass wir an ihrem Schrein herumfuschen. Nun, zumindest sagt das die Priesterin. So, wie kann ich helfen? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt haben wir kein Schimmer, was passiert ist. Die Einzige, die etwas wissen könnte, ist wohl, naja, diese Priesterin, denke ich. Wenn man eine derart unwissenschaftliche Denkweise akzeptiert. Was ich nicht tue, versteht sich, von selbst. Aber uns gehen die Theorien aus. Vielleicht könnte sie ja mit der Priesterin sprechen. Ja, und wo ist sie? Sie ist eine Einsiedlerin mit einem gewissen Ruf für Verschrobenheit. Sie lebt auch sehr abgelegen. Für gewöhnlich zieht sie in den Säulen von hoch oben umher. Hatte einen Streit mit dem Boss des Miyako-Tempels. Also ist sie jetzt eine wandernde Pilgerin. Oder so ähnlich. So, okay. Danke. Ich verspreche dir umfassenden Zugriff auf unser Versuchsmaterial im Schrein, sobald die Sache hier erledigt ist. Wunderbar. Ja. Die Frage ist, wo finde ich die, ja?
I don't know. Sag mal die Aufgaben. Wo ist denn das? Hier? Unterstütze Mirai, besprich dich mit dem Einsiedler, aber ich sehe das nicht auf der Karte. Warum sehe ich das nicht? Keine Ahnung. Ich gehe mal nach unten. Die Frage ist, wo geht's hier hin? Onsen Shima, angenehme heiße Quelle. Okay, zeig mal her. Hier gibt's auch Quests. Oh, hey du, hast du ein Ticket für die heißen Quellen? Nein, aber ich bin Spezialagent des... Darf tut mir froh, leider, aber ohne Ticket darf du nicht rein. Bis zum nächsten Mal. Wow. Wie kriege ich denn so ein Ticket? Ach, egal. Wir, warte mal, ich sehe nicht das Dojo. Takagi Deko. Ah, nee, das ist ja Dekoration. Ja, das brauche ich nicht. Für was denn? Wir gehen jetzt zum Dojo. Das, müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Ah, ja, hier rechts. So. Ist es nicht oben? Moment. Ja, hier ist es. Da ist Dr. Sasai. Ja, mit ihr reden wir das nächste Mal, ne? Für heute ist es erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, mein Lieben. Macht's gut. Tschüss.